Moin und willkommen zu Folge 2 des 29. Spieltags von unserer eigenen Bundesliga, wo ein echtes Top-Duell ansteht. Ihr könnt schon sehen, Dortmund gegen Frankfurt, und das ist ein Spiel, wo es volle Kanne, aber sowas von um die Champions League-Plätze geht. Deswegen rede ich jetzt auch gar nicht viel rum. Ich blende euch sofort mal die Tabelle ein. Und da kann man erkennen, Stand jetzt Frankfurt noch auf Platz 4. Dortmund 2 Punkte, gerade mal dahinter auf Platz 5. Die übrigens in unserer eigenen Bundesliga wesentlich schlechter dastehen wie in der echten Bundesliga. Aber sollten sie heute gewinnen, würden sie sogar vorspringen auf Platz 3. Gut, sie könnten dann zwar wieder von Leipzig überholt werden, aber würden sicher am Ende von dem Spieltag auf Platz 4 stehen, sprich endlich mal wieder aus Dortmunder Sicht auf dem Champions League Platz. Für Frankfurt allerdings wäre es natürlich die perfekte Möglichkeit, mal ein bisschen den Puffer aufzubauen zu Platz 5, und die würden auch kurzzeitig, bis Leipzig halt dran ist, Leipzig überholen. Ich bin deswegen auch echt richtig gespannt, wer das Duell für sich entscheiden kann. Ihr seht schon, wir steuern den BVB, und von dem zeige ich euch jetzt gleich mal die Aufstellung. Während ihr euch die Aufstellung anschaut, verlinke ich euch jetzt mal rechts oben Folge 1 vom 29. Spieltag. Das war auch ein absolut krasses Duell. Da gab es den Abstiegskrimi Augsburg gegen Stuttgart. Und das müsst ihr euch auch auf jeden Fall reinziehen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, da hat der Letzte gegen den Vorletzten gespielt. So viel aber jetzt zu dem anderen Video. Ich glaube, Aufstellung muss man nicht viel dazu sagen. Der verletzte Nico Schlotterbeck natürlich nicht dabei. Und jetzt springen wir auch schon rein ins Game. Flankt ihr doch jetzt mal unten so richtig heftig den Abo-Button weg, wenn ihr das noch nicht getan habt, und aktiviert die Glocke. Und um automatisch Folge 3, die heute am Nachmittag dann ankommt, nicht zu verpassen. So, jetzt aber wirklich genug Vorgeplänkere. Euch viel Spaß beim Game. Ihr seht natürlich wie immer die Highlights und natürlich die Tore. Ich habe richtig Bock. Let's go. Adeyemi verliert schon wieder den Ball. Zweiter Ballverlust von ihm. Kann Frankfurt erste Akzente setzen? Können sie? Klasse Schuss, nur noch besser gehalten von Kobel. Schauen wir, was die anschließende Ecke mitbringt vom Ex-Dortmunder Götze. Und Kobel muss nochmal ran. Ah, Fehler im Spielaufbau von Frankfurt diesmal. Adeyemi, der ist verdammt schnell. Adeyemi gegen Dika, macht er gut, legt zurück auf Haller, die erste Chance für Dortmund. Ich wollte schon sagen, und damit auch gleich das erste Tor. Frankfurt kann sich gut befreien. Kamada auf Knauf, Hummels vorbei. Oh, bei Süle sieht man, er ist verletzt. Knauf macht aber weiter und in die Mitte. Kolumuani, stark gespielt, aber Dortmund auch viel zu passiv da gerade eben. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass man bei Süle gesehen hat, dass er verletzt ist. Gucken wir natürlich nochmal sofort drauf aufs Tor. So ist es entstanden. Knauf. Gut, Hummels erst einen Fehler, aber dann, was macht Süle? Das ist schlecht. Wolf viel zu weit weg von Kolumuani. Damit, ja, das 1:0 für Frankfurt. Vielleicht kommt Dortmund zur zweiten Chance durch eine Ecke, die sie kurz gespielt haben. Guerrero! Was macht Kevin Trapp? Oh, wow, 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 wow. Kevin Trapp. Also, wir gucken natürlich nochmals aufs Tor, aber das geht, glaube ich, volle Kanne auf ihn. Hier stark kurz gespielt und dann Guerrero, aber oh, das Tor geht 100. Gut, Guerrero darf und da auch in meinen Augen nicht schießen, aber den muss Kevin Trapp haben. Bitteres 1:1 damit aus Sicht von Frankfurt. Süle mit dem Fehler im Spielaufbau und der Ball kommt zu Kolumuani. Kobel hält aber klasse. Dortmund gut vorkombiniert. Reus auf Adeyemi. Adeyemi probiert zwar, Kevin Trapp ist unsicher, aber an diesem Tor kann er nichts machen. Was ein Traumtor von Karim Adeyemi. Also ich wollte sagen, man kann es ja mal probieren, Kevin Trapp. Heute ja unsicher, aber da kann er wirklich nichts dafür. Was ein Tor von Karim Adeyemi mit seinem linken Fuß. Boah. Und der passt genau in Knick. Was ein Tor. Damit jetzt das 2:1 für Dortmund. Ah, Hummels verliert den Ball. Nicht das erste Mal, dass sie in einer wichtigen Stelle, beziehungsweise gefährlichen Stelle, verlieren. Kolumuani zieht ab, aber Kobel ist zur Stelle. Wieder anschließende Ecke für Frankfurt. Die wurde das vorhin gefährlich. Und auch diesmal wird sie wieder gefährlich. Ich glaube, auf der Linie geklärt. Direkt im Anschluss gibt es aber jetzt diese Kontermöglichkeit für den BVB. Da ist eigentlich ganz viel Platz. Emre Can, da muss er eigentlich weitergehen. Und das war's mit Halbzeit 1. Die bisschen Startschwierigkeiten in meinen Augen gebraucht hat, aber ab der 20. Minute war da echt einiges los. Und wir gucken natürlich als erstes auf die Statistiken. Und ich glaube mal, dass die... Okay, ich dachte jetzt, dass die
unentschieden, dass die ausgeglichen sind, aber die gehen sogar an Frankfurt mit dem ein erwartetes Tor mehr. Gut, ja, wobei, wenn man drüber nachdenkt, Dortmund gerade mal 4 Schüsse, das war der von Can, dann der von Adeyemi, der von Guerrero und noch irgendein anderer. Und der von Guerrero wirklich geht ja völlig auf Kevin Trapp. Gut, das von Adeyemi kann man jetzt auch nicht wirklich als erwartetes Tor rechnen, das war einfach ein mordsmäßiger Schuss, wirklich ein Traumtor. Mehr gibt es zur Statistik aber auch gar nicht zu sagen. Wir springen rein in Halbzeit 2, wo sich die Frage stellt, wer Platz 4 jetzt übernehmen kann. Stand jetzt ist es ja der BVB oder kann sich Frankfurt den zurückerobern? Wir werden es gleich erfahren in Halbzeit 2. Let's go! In der es so scheint, als ob Dortmund die erste Chance kriegt. Adeyemi! Adeyemi! Boah, da muss er einen Ticken früher abschließen. Can, klasse doppelter Einsatz. Can, Brand startet. Brand in der Mitte wäre Adeyemi. Adeyemi kriegt den. Karim Adeyemi. Also der Kopfball war ja sehr, sehr bescheiden. Ein dicker, langer Ball. Der ist klasse auf Knauf. Knauf kommt mit ein bisschen Glück vorbei. In der Mitte ist Kolumani. 2-2. Das Tor von Kolumani war zwar nur Formsache, der übrigens einen Doppelpack macht, aber dieser lange Ball auf Ansgar Knauf war klasse. Hier sieht man ihn nochmal gut. Hummel sieht da auch wieder nicht gut aus. Und in der Mitte dann Wolf auch wieder zu weit weg von Kolumani. Ähnliches Spiel wie beim 1-0, damit aber das ja in meinen Augen verdiente 2-2. Haller, Haller, kann der BVB prompt antworten? Boah, da muss Haller mehr draus machen, aber auch sehr gut gehalten von Kevin Trapp. Der BVB kommt aber schon wieder, klasse gespielt auf Haller, Haller! Kevin Trapp hat jetzt spätestens seinen Fehler wieder gut gemacht. Hier ist jetzt richtig was drin in dieser Partie. Ecke, wieder kurz gespielt, Reus auf seinem starken rechten Fuß, Reus, Nachschuss, Kevin Trapp hat den ersten, Brand macht das 3-2! Ja, ob es jetzt verdient ist oder nicht, ist eigentlich auch völlig egal, aber Dortmund jetzt schon in Halbzeit 2, bis auf diese eine Chance von, beziehungsweise bis auf die eine Chance und das Tor von Frankfurt, eigentlich durchgehend vorne am Drücker. Reus probiert's, kein Vorwurf von Kevin Trapp, er wehrt ihn zur Seite ab und da steht halt Brandt, tut er zu weit weg, ist aber den Dortmundern völlig egal, damit stehen sie Stand jetzt sogar auf Platz 3, aber halt der Platz 4 ist gesichert, Stand jetzt. Haller, klasse, weitergeleitet auf Adeyemi. Adeyemi, Karim Adeyemi, hinten wäre Jude Bellingham. Mach's doch selber, Haller. Oh! Wow, was für ein Kopfball, dass der den noch so aufs Tor kriegt, aber wieder stark gehalten. Knauf, schickt Kolumani. Klasse, klasse Pass, muss man wirklich sagen. Aber macht Kolumani den jetzt? Nein, doch. Wow, oh, oh. Warum schießt er nicht selber? Aber Chance noch nicht vorbei. Chance noch nicht vorbei, Süle blockt. Jetzt ist sie vorbei, was eine Doppelchance. Frankfurt kommt schon wieder über Knauf, der nimmt klasse Pass, abseits, nein, Kamada legt ab auf Götze, aber da muss Frankfurt mehr draus machen. Hummels holt sich gut den Ball, Reus auf Haller, macht er jetzt das 4-2, das wäre sowas wie die Vorentscheidung. 4-2 für den BVB, das ist es ganz, also dass die Partie jetzt vorbei ist, sag ich noch nicht ganz, aber natürlich macht der BVB jetzt einen Riesenschritt in Richtung Champions League Platz. Götze, Frankfurt braucht natürlich jetzt ein ganz schnelles Tor, um wieder hier im Spiel zu sein. Kobel! Frankfurt kriegt dieses schnelle Tor und jetzt ist natürlich nochmal richtig Spannung drin. Das verstehe ich in FIFA immer nicht, warum Kamada da jetzt jubelt. Auf jeden Fall 3-4 aus Sicht von Dortmund, kurz aufs Tor. Aus Sicht von Frankfurt meinte ich natürlich hier, eingewechselte Boré stichelt erst noch hin. Kobel kann, ja gut, auch kein Vorwurf, der kann ihn nirgendwo anders hin parieren. Und Kamada da mit Nachschuss, das wären jetzt noch richtig spannende 10 Minuten. Frankfurt jetzt natürlich offen, Malen steckt durch auf Moukoko, macht er die Entscheidung? Nein, er wartet zu lange mit dem Schuss. Frankfurt kriegt auf jeden Fall nochmal eine Chance, so wie es aussieht. Boré geht klasse vorbei. Kobel hält aber sehr stark. Das wird die letzte Aktion in dem Spiel sein. Man sieht's, Kevin Trapp ist mit vorn. Bayo Gittens ist bei ihm. Die kommt gefährlich. Aber jetzt, sorry, meine Facecam ist aus. Muss aber jetzt egal sein. Bayo Gittens läuft in Richtung Entscheidung. Kevin Trapp ist noch nicht im Tor. Was macht er denn? Was macht er denn? Was macht er denn? So, jetzt hatte ich auch kurz die Chance, den Akku auszuwechseln. Aber was macht Bayo Gittens denn da? Also entweder muss er, ja, sehr schlechter Schuss, aber kann den Dortmundern völlig egal sein. Die gewinnen das Spiel. Ein echt wildes Spiel, also mit 4-3. Ganz kurzer Blick auf die Statistik, aber die ist eigentlich, ja, für Dortmund zumindest jetzt völlig egal. Aber man sieht es hier,
ein Unentschieden wäre mehr als verdient gewesen. Dortmund hat zwar mehr Schüsse, 16-12, aber erwartete Tore hat Frankfurt deutlich mehr, sogar 1,2 mehr. Aber wie gesagt, das ist den Dortmundern egal, denn für die ist dieser Sieg so verdammt wichtig. Ich blende euch jetzt natürlich die Tabelle sofort nochmal ein und das heißt für Dortmund eben jetzt zwischenzeitlich sogar Platz 3. Aber das Allerwichtigste ist, am Ende von dem Spieltag, wie schon angesprochen, stehen sie eben auf Platz 4, also auf einem Champions-League-Platz. Und mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich glaube, das Video ist lang genug. Das war echt ein krasses Hin und Her. Deswegen lasst doch jetzt gerne rechts oben ein ganz kostenloses Abo da. Ich würde mich wirklich mega freuen über euren Support und aktiviert die Glocke, wenn ihr eben Folge 3 oder die ganzen anderen Projekte auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Und rechts oben verlinke ich euch nochmal Folge 1 von dem Spieltag. Dieses krasse Abstiegsduell hat es echt in sich. Das war es aber wirklich mit dem Spiel. Macht es gut, haut rein und hoffentlich bis zum nächsten Mal.